So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 12. Mai 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Es gab jetzt im Livestream ein paar technische Schwierigkeiten, aber wir machen eine Aufzeichnung ausgehend von den natürlich starken Schwankungen, die wir im Equities-Bereich zu sehen bekommen. Und werfen einen Blick darauf, was da vielleicht nochmal ein zusätzlicher bärischer Treiber sein könnte. Gestern sind die Inflationszahlen aus den USA ja überraschend über der Erwartung veröffentlicht worden. Überraschend jedenfalls für mich. Ich hätte durchaus in Betracht gezogen, dass es sogar zu einem Print unterhalb der 8%-Marke kommen könnte. Die Erwartung lag bei 8,1% year on year für den Monat April. Und am Ende sind es 8,3% geworden. Initial kurzer Flashout, dann hat sich der Markt gefangen, da war man dann guter Dinge, dass es wirklich so ein ja größtenteils eingepreistes Event gewesen ist, auch im Hinblick auf die jüngste Volatilität, und in den Abend hinein hat es dann erneut Abgabedruck in Equities eben tatsächlich gegeben. Und ich muss gestehen, auch wenn ich weiterhin skeptisch bin im Hinblick auf das Chance-Risiko-Verhältnis für Short-Engagements, beziehungsweise etwas anders formuliert, mir durchaus vorstellen kann, dass der Markt nach unten zunächst einen Boden vielleicht kurzfristig finden dürfte, für eine scharfe Gegenbewegung prädestiniert ist, haben wir jetzt eine neue Wolke, die sich über den Markt im Grunde genommen zuzieht, oder neue Wolken, ein neues Wolkendach, was sich so zuzieht. Und das ist der Kryptobereich. Und tatsächlich sind die Entwicklungen hier um den Stablecoin Luna zum Beispiel jetzt jüngst etwas, was schon besorgniserregend war und wo man durchaus im Hinterkopf halten haben hat können, dass das vielleicht auch auf andere Stablecoins, ganz besonders auf den Stablecoin, nämlich Tether, USDT an dieser Stelle, eben ausstrahlt. Tja, und jetzt gibt es Attacken auf genau diesen Stablecoin, und heute früh haben wir schon bereits bei nur noch 94 Cent gehandelt. Also warum, wieso, weshalb das relevant ist und dass das nicht zu unterschätzen ist, dazu gleich im Folgenden auf jeden Fall mehr. Es kann auf jeden Fall ausgehen von der mittlerweile Marktkapitalisierung des Kryptobereiches ziemlich turbulent nochmal werden und eventuell dann auch so einen Spillover-Effekt eben auf Equities geben. Somit auf den DAX, somit auf den S&P, der deutlich mittlerweile unter 4000 Punkten eben tatsächlich notiert. Wir werfen gleich auf jeden Fall einen Blick drauf. Bevor wir ganz offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher. Schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, mache man sich bitte mit diesem vertraut. Und dann schaue man sich auf der Webseite markets.com.de den Bereich für Demokonten genauer an. Dort kann man sich kostenlos und risikofrei eine runterladen, beziehungsweise dann mit dieser den Handel entsprechend testen, schauen, ob der Handel mit diesem Produkt sich im Demo-Modus für ein Ausgehen von seinem Risikoprofil eignet. Wenn man dann den Entschluss fasst, dass das passt und das Risikoprofil korrespondiert eben mit dem von FX- und CFD-Produkten, dann hat man dort natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Alle Informationen, vollständiger Hinweis, Risikohinweis an der Stelle, findet ihr auf der Webseite markets.com/de. Alle Informationen zum CFD-FX-Bereich, natürlich aber auch physische Aktien, ETFs. Nutzt gerne die Möglichkeit, darüber hinausgehend mit Elena in Kontakt zu treten via E-Mail. Solltet ihr Fragen zu den Märkten haben, nutzt gerne die Möglichkeit, unterhalb dieses Videos hier bei YouTube ganz besonders entsprechend eure Fragen zu stellen. Schaut auch gerne in der Discord-Community vorbei oder auf meiner Webseite jk-trading.com/forum. Da gibt es täglich eine Trading-Chatbox. Ergänzend dazu gerne auch die Möglichkeit nutzen, mich über Twitter zu kontaktieren. Und soweit zur Einführung. Blicken wir gleich hier in diesem Zusammenhang auf den DAX und die aktuellen Entwicklungen, die wir hier zu sehen bekommen. Also, Stichwort Tether und Stichwort das, warum, wieso, weshalb das von Relevanz ist. Der ein oder andere blickt eventuell nur in Anführungsstrichen auf den Drop in Bitcoin unter die 30.000 Dollar Marke an dieser Stelle, den wir hier zu sehen bekommen haben, und vor allem den nachhaltigen Bruch, den wir zu sehen bekommen haben. Wir sahen gestern auf die Inflationszahlen zunächst, hier oben rechts ist ein Stundenchart, sahen wir eine Attacke unter die 30.000, ein Flash und dann eine scharfe Gegenbewegung. Und dann dachte man schon, okay, war größtenteils eingepreist. Viele haben diesen Break unter die 30.000er Marke hier erwartet, und jetzt ist das eventuell so ein, ja, zumindest kurzfristiges, der Beginn einer kurzfristigen scharfen Erholungsbewegung. Das war dann allerdings nur kurzer Natur. Wir rollten erneut über, und ganz besonders dann auch in die Mittagszeit des US-Handels, beziehungsweise in der zweiten Hälfte des US-Handels, rollten wir über, haben im US-Equities-Bereich Abgabedruck gesehen und sind dann auch hier auf tiefere Tiefs post der Inflationszahlen von gestern entsprechend gefallen. Eine Rückeroberung hier während des asiatischen Handels der 30.000er Marke blieb aus. Wir rollten nochmal über, markierten nochmal tiefere Tiefs, und nunmehr darf man den Break der 30.000er
einer Region hier ihren Bitcoin als nachhaltig bezeichnen. Ich denke, wir haben mindestens jetzt Abschlagspotenzial bis in Gefilde um 20.000 US-Dollar. Aber das ist halt nur eine rein technische Betrachtung und etwas, wo man sich jetzt fragt, okay, was hat denn das aber jetzt mit dem breiten Markt tatsächlich zu tun? Und genau da kommt diese Tether-Betrachtung ins Spiel. Ich habe Tether hier einmal bei mir in der Handelsplattform aufgemacht. Oh, Verzeihung, das ist übrigens nicht korrekt. Wir müssen Tether hier aufmachen. Ich habe Tether einmal hier aufgemacht und das ist jetzt auf 5-Minuten-Basis. Also so ein doch relativ scharfer Flush und dann sehen wir hier eine scharfe Gegenbewegung an dieser Stelle. Es ist recht schwierig, tatsächlich dieses Konzept jetzt in der Tiefe hier zu beleuchten, besonders weil wir im Kryptobereich auch erstmal so ein bisschen eine Einführung machen sollten in diesem Zusammenhang. Aber bildlich gesprochen und einfach und grob gesprochen kann man sich Tether vorstellen als das Öl des Kryptomarktes, welches eben den Motor im Kryptobereich dort am Laufen hält und ausgehend von welcher Währung, in Anführungsstrichen diesem Stablecoin, die Transaktionen Bitcoin, Ethereum und Co. beispielsweise größtenteils eben abgewickelt werden im Kryptobereich. Also Tether spielt eine ganz wesentliche Rolle. Ganz kurz hier, ich habe schon einen Wikipedia-Artikel aufgemacht, für weitere Informationen einfach mal Tether googeln, dann kommt man schon relativ zügig eben dahinter, auch wo die Kritikpunkte eben tatsächlich liegen. Tether ist eine Kryptowährung mit Token, die vom Unternehmen Tether Limited ausgegeben werden, ein Unternehmen, was ein Stablecoin, der 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist, wie es hier dann entsprechend eben betrachtet wird, von den Besitzern von Bitfinex, einer anderen Kryptobörse, überwacht wird. Da kommt schon so ein bisschen Zweifel auf, kam die ganze Zeit und das ist auch ein Kernpunkt der Kritik an Tether an dieser Stelle. Aber nun ist es eben so, dass die Attacken oder Attacken beziehungsweise der Drop, den wir in Terra zu sehen bekommen haben, beziehungsweise also in Luna an dieser Stelle, auf diesen Stablecoin in den letzten Tagen und der kollabiert ist im übertragenen Sinne, dass erwartet werden durfte, dass es dort so einen Spillover-Effekt gibt, dass der eben auch auf andere Kryptowährungen ausstrahlt, Stablecoins ausstrahlt und an der Stelle ganz besonders natürlich auf Tether ausstrahlt. Und nunmehr kommt es zu einer regelrechten Flucht aus eben Tether an dieser Stelle und dieses Stablecoin oder Wechselkursverhältnis von 1:1 zum US-Dollar, dann hat es besagt im übertragenen Sinne nichts anderes als, wenn die Firma, die dahinter steht, eben sagt, wir tauschen im Verhältnis 1:1 um, dann sehen wir jetzt einen massiven Abgabedruck aus Tether, weil Skepsis bzw. Zweifel eben an diesem Stablecoin aufkommen, logischerweise ein großes Angebot generiert wird und hier ein Wechselkursverhältnis von 1:1 bedeutet, dass das Unternehmen, welches diesen Token begibt, dann auch entsprechend in der Lage ist, immer ausreichend US-Dollar vorrätig zu haben, um entsprechend diesen Abgabedruck oder diese Verkäufe in Tether entsprechend eben in US-Dollar zu kompensieren. Und dass wir jetzt hier unter genau diese 1-Dollar-Marke rutschen, sehr deutlich, zeigt, dass es jetzt schon scheinbar hier zu Schwierigkeiten kommt, diesem Verkaufsdruck eben Tribut zu zollen. Die Sache ist nun die, da viele Transaktionen über USDT abgewickelt werden im Kryptobereich und wie gesagt, das im bildlich gesprochenen, im übertragenen Sinne das Öl ist, was den Kryptomotor am Laufen hält, sorgt das natürlich dann auch entsprechend für weitere Skepsis und Kapitalabzüge aus dem Kryptobereich. Und nunmehr kommt der Gedanke, wo die Kombination oder wo die Brücke geschlagen werden kann, hier zu den breiten Märkten bzw. zu anderen Assetklassen, in dem Fall zum Aktienmarkt. Die Marktkapitalisierung hier von Krypto hat sich mittlerweile schon deutlich reduziert von über 3 Billionen US-Dollar noch im November 2021, aber die beträgt dennoch weiterhin deutlich über 1 Billion US-Dollar. Und ausgehend hiervon ist schon eine entsprechende Systemrelevanz zu erkennen. 1 Billion ist ein substanzieller Betrag, möchte man mal so sagen, an dieser Stelle, entspricht etwas mehr als 10% der gesamten FED-Notenbankbilanz beispielsweise, um einfach mal eine Größenordnung zu bekommen. Also mehr als 10%, die FED-Notenbankbilanz liegt bei 9 Billionen ungefähr. Das bedeutet also etwas anders formuliert, sollte es hier entsprechend zu massiven Kapitalabzügen kommen, die eventuell auch durch einen entsprechenden Hebeleinsatz, besonders im Privatanlegerbereich, befeuert worden sind und sollte es dann entsprechend zu Kapitalbedarf kommen, der dann ja entsprechende Beträge Schuldenden, die eben ausgehend von ihrem Hebel sich überhebelt haben, kann es auch zu weiteren Kapitalabflüssen, zu sich beschleunigen Kapitalabflüssen eben tatsächlich aus beispielsweise auch Aktien kommen. Und genau hier sehe ich einen weiteren potenziellen bärischen Treiber, den wir nicht unterschätzen sollten und wo auch jetzt schon hier heute früh zur Markteröffnung erkannt haben, dass da durchaus eine Korrelation erkennbar ist. Als es nämlich hier zu dieser schärferen Gegenbewegung in Bitcoin kam,
Heute früh, nachdem wir kurzzeitig hier Notierungen zu sehen bekommen haben, um sogar unter 26.000 Dollar, kam es zu einer schärferen Gegenbewegung. Und hier besonders um 9:40 Uhr, also das ist jetzt die GMT-Zeit plus 2 Stunden, um mitteleuropäische Zeit zu erreichen. Hier sehen wir da diesen Spike, der uns zeitweise zurück über 28.000 führt. Das gleiche sieht man auch in Tether hier. Also man kann auch hier den Zeitstempel sehen, dann in mitteleuropäischer Zeit jetzt an dieser Stelle mit diesem Push zurück in Richtung Parität oder zumindest mal der Region. Und genau dieser Push, sowohl im Bitcoin als auch im Tether, den sehen wir zum Beispiel hier sich 1:1 widerspiegelnd in diesem scharfen Push auf der Oberseite, auch im DAX. Der wird aber jetzt wieder abverkauft. Und das zeigt, dass das erstens eine Korrelation gibt, die wir nicht unterschätzen sollten, die gegeben ist derzeit und wo der Kryptobereich eine ganz wesentliche Signifikanz zu haben scheint derzeit. Aber es zeigt eben auch an dieser Stelle, dass wir offensichtlich auf solche Relief-Rallies derzeit nicht viel geben sollen und wir sind potenziell noch nicht wirklich fertig. Das Risiko, was ich hier weiter für den DAX sehe, ist der Break unter die 13.480er-Marke, neue Tagestiefs. Bis hierhin können wir sie verteidigen. Es gibt eine enge Konsolidierung aktuell in diesem Bereich. Eigentlich willst du sofort einen Follow-through, einen direkten Bruch tiefer eben an dieser Stelle sehen. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass wir hier der Gefahr uns ausgesetzt sehen, dass ein Bruch tiefer, wenn man sich hier besonders die Stunde eben entsprechend betrachtet, dann einhergeht recht zügig mit weiteren Abschlägen, die uns bis in Gefilde 13.280 bzw. 13.300 Punkte mindestens, eventuell sogar noch tiefer. Und auch, dass wir, selbst wenn wir Chance-Risiko-Verhältnis technisch eben im S&P verhältnismäßig unattraktiv auf der Short-Seite uns aktuell wiederfinden, aber dennoch hier dennoch vielleicht so einen aggressiven Flushout mit einkalkulieren sollten, der jederzeit stattfinden kann, der uns bis in Gefilde bis 13.000, Entschuldigung, 3.800 erstmal, 3.800 Punkte führen kann, eventuell sogar tiefer und dann an dieser Stelle eben auch jederzeit durchaus in der Lage ist, entsprechend aufzutreten. Also, sprich, anders formuliert, ich wäre derzeit sehr vorsichtig im Hinblick auf Short-Engagements, ja, weil wir jederzeit scharfe sogenannte Relief-Rallies durchaus zu sehen bekommen können. Nichtsdestotrotz sind kurzzeitige, erneute, massive Abverkäufe, die wir zum Beispiel im Kryptobereich zu sehen bekommen und entsprechende Schwankungen im Tether und so weiter, durchaus in der Lage, hier scharfe Abschläge nochmal nach sich zu ziehen, die so einen richtig aggressiven Flushout nochmal auf der Unterseite auf den Weg bringen. Stichwort Chance-Risiko-Verhältnis und dergleichen. Wir wollen uns jetzt mal von den Emotionen hier in diesem Zusammenhang, die aktuell eine ganz wesentliche Rolle spielen, im Equities-Bereich, mal ein bisschen trennen und wollen an der Stelle mal auf konkrete Zahlen schauen, was ich zum Beispiel mit Chance-Risiko-Verhältnis meine an dieser Stelle. Ich habe eine sehr, sehr schöne Grafik hier von Ryan Detrick gefunden, gestern Abend gepostet, die einfach mal zurückgeht bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, also bis in die 1950er Jahre. Und der hier in diesem Zusammenhang die S&P-Korrekturen größer 10% abbildet. Und wie lange diese hier im Schnitt gedauert haben. Und er kommt im Durchschnitt auf 133 Tage. Ganz interessant ist, dass die aktuelle Korrektur aus rein statistischer Perspektive gestern der 127., heute der 128. Tag ist. Also das heißt, wir kommen langsam in den durchschnittlichen Bereich einer Korrektur. Nicht, dass das nicht noch länger anhalten kann. Also wir müssen sehen, das ist ein Durchschnittswert. Sprich, anders formuliert, 2015 bis 2016 zum Beispiel, vom 21. Mai bis zum 11. Februar war die Korrektur 266 Tage. Hier hatten wir eine Korrektur sogar mal von 288 bzw. sogar von 531 Tagen in den 1970er Jahren. Also, das heißt nicht, dass wir jetzt hier fertig sind, aber auch von der Größenordnung dieser Korrektur sind wir langsam in Gefilde vorgestoßen, zumindest kurzfristig eine Gegenbewegung denkbar wird. Und deswegen ich im Hinblick auf Short-Engagements nochmal etwas vorsichtiger wäre, was nicht heißt, wir sind auf der Unterseite fertig. Nicht, dass man das falsch versteht, nicht, dass man in dieses fallende Messer hineingreifen sollte, aber es ist zumindest mal so, dass auch langsam die Emotionen in einen Bereich kochen, die zur Vorsicht mahnen, so ein wenig. Und Berücksichtigung finden sollten, wobei natürlich, wie gesagt, der Kryptobereich so im übertragenen Sinne eine Art schwarzer Schwan ist. So wirklich ein schwarzer Schwan ist es nicht. Also ein schwarzer Schwan ist etwas, was du überhaupt nicht kommen siehst. An dieser Stelle ist das ein Grauer vielleicht, ja, maximal. Die Größenordnung des Kryptobereiches, die war schon seit geraumer Zeit ein Thema und sie kann, wie gesagt, auch nochmal sich dramatisch auf die Equities-Bereiche ausweiten oder auswirken. Sofern es aber hier zu einer Stabilisierung käme, wäre das auch etwas, was zusätzlich vielleicht solch ein Bounce-Szenario dann in Equities eben tatsächlich begünstigt.
Nochmal ganz kurz final ein Blick auf die Inflationszahlen. Ich hatte eigentlich schon alles gesagt. Eingangs 8,3 ist gestern die Zahl gewesen, 8,1% erwartet. So einen leichten Top-out sehen wir hier an dieser Stelle. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt in den kommenden Tagen. Auf jeden Fall sind die Spekulationen im Hinblick auf den geldpolitischen Kurs seitens der Fed jetzt deutlich in Richtung nur noch 50 Basispunkt Zinsanhebung, die erwartet werden im Juni, beziehungsweise auch hier im Juli dann entsprechend eben. Bei derzeit über 95% auch im Juli hier entsprechend. Und dann im September sehen wir, dass sich aber beginnt eher der Modus in Richtung 25 Basispunkte zu verschieben. Also dass die Fed nach hinten raus eher erwartet wird, sich geldpolitisch etwas lockerer zu präsentieren, besonders vor dem Hintergrund der jüngst aufgetretenen Volatilität. Ganz zu schweigen davon, was nochmal käme, und das wäre wirklich dann, ja, hier mit Sicherheit noch nicht eingepreist, was käme, wenn es wirklich zu einem Meltdown, zu einer Kernschmelze im übertragenen Sinne, im Kryptobereich käme, würde die Fed dann entsprechend, sofern es hier zu einem entsprechenden Auswirkung auf die Gesamt-US-Wirtschaft eben an dieser Stelle oder die globale Konjunktur eben tatsächlich käme und nochmal die Rezessionsängste, Sorgen nochmal massiver befeuern würde, käme da vielleicht dann Zinsschritte oder Zinslockerungen an dieser Stelle, vielleicht sogar geldpolitische Lockerungen in Form eines nochmaligen Ausdehns des QE-Programms oder Verschieben der aktuell in Aussicht gestellten Notenbankbilanzreduktion und dergleichen. Das sind aktuell Aspekte, die ebenfalls einen scharfen Bounce eben tatsächlich nach sich ziehen könnten. Ganz kurz aus tradingtechnischer Perspektive blicken wir ganz kurz darauf, wie es sich im DAX jetzt hier darstellt, das Bild. Also wie gesagt, Fokus liegt auf der 480. Break tiefer würde ich mit einem direkten Break wahrscheinlich shorten wollen. Stop knapp oberhalb dieser Konsolidierung. Das wäre so 5,10, 5,20 roundabout. Und von dort würden wir dann entsprechend eben schauen, ob sich oder wie sich dann entsprechend der Modus eben hier an dieser Stelle weiter präsentieren würde, respektive ob es dann zu einem Follow-through auf der Unterseite käme. Ich muss gestehen, das sieht nicht gut aus. Ja, so will ich es mal formulieren, was wir jetzt hier zu sehen bekommen. Gerade eben, bevor wir dann diese technischen Schwierigkeiten im Morning Meeting zu sehen bekommen haben, liefen wir diesen Bereich schon an. Ich dachte schon, es gibt diesen direkten Flashout. Der hat noch nicht stattgefunden, aber das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen, das ist eigentlich noch ein bisschen dramatischer vielleicht sogar und noch mal ein bisschen bärischer an der Stelle und kann die Dynamik noch mal deutlich erhöhen bei einem Break tiefer, weil wir sind hier von den Tageshochs zu diesem Zeitpunkt schon 150 Punkte in einem Zug im Grunde genommen verkauft worden. Diese Konsolidierung knapp oberhalb einer potenziellen Breakout-Region und das Abbauen dieses überdehnten Modus lässt dann relativ zügig sogar einen direkten Ausverkauf in Richtung 280, 300 wahrscheinlicher werden. Und davon gehe ich tatsächlich so lange aus, wie wir es jetzt hier nicht schaffen, den Kassa-Open zurückzuerobern, respektive wie es hier nicht gelingt, entsprechend eben sich zurück über dem EMA eben tatsächlich zu stabilisieren. Also dieses Breakout-Szenario bleibt hier durchaus eine ernstzunehmende Option tatsächlich. Verzeihung. Eine ernstzunehmende Option entsprechend auf der Unterseite. Und ja, nunmehr, wie gesagt, das wäre es zum DAX an dieser Stelle gewesen. Im Hinblick auf den S&P, Key Level, wie gesagt, 3900er Region, stark überdehnt auf der Unterseite. Nochmal, sämtliche Turbulenzen im Kryptobereich sind auch in der Lage, auf den S&P durchzuschlagen und hier dann sogar die 3800, vielleicht sogar die 3750er Region in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Warten wir diesbezüglich ab. Schlüssellevel dürfte, ich vermute mal, der Bereich hier um die gestrigen Tiefs sein, um ungefähr 3930 roundabout, vielleicht ein Stück weit höher, 3,59. Sollte es nicht gelingen, den rauszunehmen oder den zurückzuerobern, wäre das nochmal ein potenziell weiterer, erneuter bärischer Treiber, wie gesagt, der tiefere Abschläge denkbar werden lässt. Eine Rückeroberung könnte wenigstens zumindest mal kurzfristig einen Rücklauf in Richtung der 4000er Region in den Bereich des Möglichen eben tatsächlich schieben oder rücken. Blicken wir ganz kurz auf Gold. Gold hält sich erstaunlich stabil, aber das ist genau das, was man von Gold in solch einem Umfeld erwartet. Wir sehen ein Deleveraging, steht außer Frage. Also das heißt, der Markt enthebelt sich, reduziert Fremdkapital und liquidiert alles, um entsprechende Zahlungsverpflichtungen, Verbindlichkeiten und so weiter bedienen zu können. Gold ist in der Lage, sich in diesem Umfeld verhältnismäßig stabil zu präsentieren. Wir handeln im Bereich der 200-Tage-Linie. So,
Es gab kein tieferes Tief auf diese Inflationszahlen von gestern. Es gab einen kurzen Flashout, aber ein höheres Tief, was ausgebildet wurde. Sollte es jetzt hier gelingen, die 1800, ich mach's mal rund, 1860 zurückzuerobern, wäre das ein meiner Einschätzung nach kurzfristig bullisches Signal, welches Aufschläge zurück in Richtung der gefühlt um 1900, 1920 US-Dollar pro Feinunze denkbar werden lässt und diesen kurzfristig bärischen Modus eben entsprechend hier umkehrt. Das gilt ganz besonders in just jenem Moment, wo sich der US-Dollar entsprechend eben weiter korrektiv darstellt. Euro zum US-Dollar, neue Jahrestiefs markiert. Wir sehen hier, wie schon erwartet, der Euro hat der aktuellen Stärke im US-Dollar nichts entgegenzusetzen. Marktteilnehmer sind extrem skeptisch, fragen US-Dollar verstärkt nach. Die Nachfrage nach US-Dollar, eventuell auch aus dem Kryptobereich, Stichwort Tether. Wenn du hier diese Pack irgendwie hier halten möchtest, dann brauchst du jetzt US-Dollar und dann fragst du US-Dollar im Markt entsprechend nach. Also auch hier sollte man nicht unterschätzen, dass das eine entsprechende Auswirkung auf die globalen Finanzmärkte, in dem Fall auf den Devisenbereich eben tatsächlich eben hat und trägt eventuell hier damit zu bei zu diesem Push auf der Unterseite, was auch erklärt, warum sich Gold wiederum in diesem dann wiederum allerdings Risk-Off-Marktumfeld verhältnismäßig aber stabil präsentiert. Grundsätzlich möchte ich, wie gesagt, hier den Euro weiter ungern long sein. Gehe davon aus, dass wir weitere Abschläge zu sehen bekommen und dass die Parität früher oder später ein Thema werden wird. Aktuell sind wir nach unten natürlich sehr, sehr stark überdehnt. Bounces, die wir zu sehen bekommen, ich würde mal sagen, finden einen ersten stärkeren Widerstand im Bereich so um 1,05 Pi mal Daumen. Erst eine Rückeroberung eigentlich hier der 1,06, 1,0650 würde das Bild hier aufhellen. Und das sehe ich ehrlich gesprochen nicht, sondern Euro, da möchte ich im derzeitigen Umfeld weiter eher short eben tatsächlich sein. Blick auf ja, den Kryptobereich, ich weiß nicht, ob ich jetzt an der Stelle den zum Thema machen möchte, ehrlich gesagt. Und ausgehend hiervon eventuell dann begünstigen, dass jemand sagt, okay, das können ja interessante Level sein, dann positioniere ich mich. Man sollte sich sehr, sehr vorsichtig zeigen. Das gilt nicht nur im Hinblick auf physisches Krypto, sondern auch auf Papierkrypto in Anführungsstrichen, also Krypto-CFDs zum Beispiel, Bitcoin-CFDs oder dergleichen. Die Volatilität ist enorm. Innerhalb weniger Sekunden sind hier prozentuale Bewegungen ungehebelt von 5, 6, 7, 8, 10% tatsächlich denkbar, die durch den Hebel nochmal multipliziert würden. Also sehr vorsichtig, maximal mit reduzierter Positionsgröße, wenn überhaupt. Da sollte man sich wirklich vorsehen. Kurzfristige Schlüssellevel, würde ich mal sagen, liegt so im Bereich um 28.000 in Bitcoin. Gelingt es, dieses Level zurückzuerobern, wäre nochmal eine ausgedehnte Gegenbewegung denkbar. Aber eine wirkliche Aufhellung, die sehe ich erst, wenn wir einen Tagesschluss zurück über 30.000 dieser Breakout-Region sehen. Andernfalls, glaube ich, sind wir noch nicht fertig. Und ich gehe davon aus, dass wir im Bitcoin bis in Gefilde um 20.000, vielleicht sogar unter 20.000 US-Dollar weiterverkauft werden. Einzeltitel, die für heute interessant sind, die ich dann allerdings en Detail in der Discord-Community vorstelle, kann ich an der Stelle sagen, ist Disney. Zum einen, dann haben wir noch Beyond Meat nach gestrigen Quartalszahlen. Einmal Disney. Hier, ich muss mal kurz gucken, ist das der Tab? Das ist Bumble. Hier ist Disney. Einmal, Zahlen waren solide. Ja, Gewinn pro Aktie, okay, nur 1,08 gegen 1,17 erwartet. Revenue leicht unter der Erwartung, 19,25 bis gegen 20,11 Milliarden erwartet. Was ich allerdings mittlerweile als wichtige Komponente im Hinblick auf die weitere Kursentwicklung sehe, es sind hier besonders die Streaming-Dienstleistungen und wie sich diese entwickeln. Disney Plus, die Subscriber, also die Disney Plus in Anspruch nehmen, haben mit 137,7 Millionen die Erwartung übertroffen. Ausgehend hiervon muss ich sagen, fällt es mir schwer, ehrlich gesagt, die derzeitigen Abschläge bis 100 US-Dollar die Aktie in Disney als fundamental gerechtfertigt zu sehen. Also Disney, es dürfte hier aktuell besonders dem übergeordneten Marktumfeld einfach auch entsprechende Abschläge tatsächlich sehen. Notiert in der Vorbörse aktuell bei roundabout 100 US-Dollar die Aktie, auch mit einem Gap Down. Ich glaube nicht, dass das gerechtfertigt ist. Ich möchte die Aktie derzeit ungern long sein. Längerfristig möchte ich tatsächlich eher sehen, dass wir zurück über 120 am Dollar steigen. Das sind so hier in den Regionen gewesen. Vier Jahreskonsolidierungshochs, wo wir dann entsprechend hier im April 19 drüber gesprungen sind, in Anführungsstrichen, das ist so Region 115 bis 120 für mittelfristigere Engagements. Kurzfristig, solltest du zu einem Bounce im übergeordneten Markt kommen, möchtest du einen relativ starken Titel,
beispielsweise Disney, meiner Einschätzung nach, ausgehend von den Quartalszahlen, die ich als grundsätzlich solide erachte, eher long sein wahrscheinlich. Aber bevor wir hier ins fallende Messer greifen, wollen wir erstmal klar sehen, dass auch Käufer in den Markt kommen, dass sich der übergeordnete Markt beruhigt, dass da eine Konsolidierung oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises passiert. Solange das nicht der Fall ist, sollten wir hier sehr, sehr vorsichtig tatsächlich sein. Und ja, dann vielleicht noch final ein Blick auf Beyond Meat, beziehungsweise, was heißt ein Blick drauf? Ich muss an der Stelle ganz ehrlich sagen, Aktie möchtest du ungern long sein, du bist der eher short tatsächlich derzeit. Gestern nachbörslich Zahlen veröffentlicht, zeig das mal kurz, hier ist es Beyond, ja. Gewinn pro Aktie minus 1,58 Dollar, hat die Erwartung von 1,01 Dollar, auch Verlust allerdings, verpasst. Im Bereich Sales ebenfalls unter der Erwartung veröffentlicht, 109,45 Millionen gegen 112,4 Millionen. Die Full-Year Net Revenue Guidance zwischen 560 bis 620 Millionen, 588, 87 erwartet. Also summa summarum eigentlich im Bereich der Erwartung, aber das ist keine Wachstumsaussicht mehr. Resultat minus 20% und mehr in der Nachbörse. Also die Aktie notiert aktuell hier, wird auch im Bereich neuer Allzeittiefs eröffnen um 20 Dollar. Das ist ein psychologisch relevantes Level. Wenn wir drunter fallen, ist das eher ein Trade to hold until reason to sell auf der Short-Seite. Also sprich ein Trade, den du eher von der Short-Seite angehst bei Drop und halten unterhalb der 20 und dann einfach wartest, bis sich eine Veränderung im Charakter eben des Tapes beispielsweise oder in der Gesamtstruktur mit halten oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises oder dergleichen eben heraus kristallisiert. Bis dahin ist die Aktie eher ein Short-Kandidat tatsächlich. Und ja, soweit wäre es das mit dem Morning Meeting für den heutigen Handelstag gewesen. Kurz und knackig an dieser Stelle. Wie gesagt, die erste halbe Stunde, die hatten wir schon im Livestream, aber dann gab es leider technische Schwierigkeiten. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier mit den finalen Gedanken noch wenigstens habe die Märkte abdecken können, die ich schon im Livestream in Aussicht gestellt habe. Und ja, wenn euch die Aufzeichnung jetzt doch noch gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, Fragen gerne unterhalb dieses Videos. Und soweit wäre es das meinerseits gewesen. Morgen am Freitag dann den 13.05., Freitag der 13. Oh ja, das wird vielleicht nicht so günstig sein, so aus der Perspektive, wie sich die Märkte aktuell darstellen. Schauen wir mal. Also haben wir nochmal ein Morning Meeting gemeinsam mit Markets hier, 10.30 Uhr wie gesagt. Schaut rein. Bis dahin, happy trading. Pass auf eure Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.